Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Hier seht ihr einmal meine Tipps, das sind meine Tipps und nicht die Ergebnisse aus der Prognose. Manche denken immer noch, ich blende hier die Ergebnisse von der Prognose vorher ein, da muss ich mich fragen, hallo? Naja. Viel Spaß beim Zuschauen, vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's mit dem ersten Spiel, Bremen gegen Leipzig. Los geht's. Werder Bremen gegen Leipzig lautet das erste Pokal-Halbfinale der Saison 2020-2021. Der SV Werder Bremen geriet gegen Leipzig in der Liga unter die Räder. Sie waren chancenlos unterlegen und hier die Leipziger auch in der klaren Favoritenrolle. Nkunku mit dem Superpass zu Dani Olmo. Es dauerte eine Viertelstunde. Da standen die Vorzeichen für den SV Werder Bremen so richtig schlecht ins Finale einzuziehen. Sie haben ja auch noch im Hinterkopf die Gefahr des Abstiegs in der Bundesliga. Richtig befreit spielten sie nicht auf, auch wenn das hier eben mit dem Liga-Alltag relativ wenig zu tun hatte. Leipzig selbstbewusst und auch erfolgreich. 22. Minute 0:2. Es wurde bitter für den SVW. Die ersten guten Möglichkeiten fanden auch den Weg ins Tor. Leipzig spieldominant, aber selten mal torgefährlich. Aber die Möglichkeiten, die es gab, die wurden auch verwandelt. Der SV Werder Bremen kurz vor der Pause mal mit einer Standardsituation. Vielleicht irgendwie mit einem Freistoß wieder reinkommen. Aber auch da fehlt ihnen dann aktuell das nötige Quäntchen Glück. Füllkrug mit dem super Freistoß an den Außenpfosten, mehr aber auch nicht. 0:2. Nach 45 Minuten war das Zwischenresultat, das die Aufgabe für die Weser-Elf nahezu unmöglich machte. Aber sie gaben sich nicht auf und Leipzig offenbarte erstaunlicherweise Lücken. Augustinsson hat viel Platz auf der linken Seite, bekommt dann auch die Zeit zum Flanken. Der Kopfball in der Mitte aber vom Leipziger gesetzt und bedeutet auch die klärende Aktion. Angelinho nickt den raus. Trotzdem, es war jetzt ein anständiger Auftritt der Gastgeber. Augustinsson mit dem Eckball, Rashica per Kopf, aber deutlich drüber. Trotzdem zeigte es zumindest den guten Willen der Mannschaft von Florian Kohfeldt. Aber so richtig gelingen wollte nichts. Leipzig hatte die Kontrolle weitgehend. Hundertprozentige Torchancen ließen sie nicht zu. Der SV Werder Bremen nochmal mit den letzten Körnern. Und wieder Augustinsson beteiligt. Upamecano schmeißt sich in den Schuss von Möwald. Und so auch die letzte Gefahr dann doch noch abgewehrt. So blieb es beim 0:2. Verdienter Sieg für Leipzig. Sie tat nicht mehr als notwendig und Bremen kann sich auf den Klassenerhalt konzentrieren. Halbfinale Nummer 2 mit einem Bundesligisten und einem vielleicht bald Bundesligisten. Holstein Kiel fährt in der zweiten Liga auf der Erfolgsschiene und hier gegen den BVB wollte man sich, nachdem man auch Bayern schon aus dem Wettbewerb geschmissen hat, auf keinen Fall verstecken. Und es war tatsächlich auch der Gast aus Schleswig-Holstein die erste richtig gute Möglichkeit, serviert von Jason Lee, aber Glanzparade von Marvin Hitz. Hätte also schon früh in der Partie 0:1 stehen können. Der BVB akklimatisierte sich, nahm diese Aufgabe an. Sancho kommt gegen Lorenz nicht durch, Piszczek auch nicht. Der Ball auf Hazard vorgelegt. Allerdings der Belgier, das sehen wir gleich, stand im entscheidenden Moment im Abseits. Die Fahne ging direkt hoch, wurde dann noch einmal gecheckt. Der Schritt in der verbotenen Zone relativ eindeutig. 0:0 nach 45 Minuten, also Holstein Kiel hatte hier wirklich einen super Auftritt mal wieder hingelegt und der BVB ertat sich schwer, sehr ausgeglichene Verhältnisse.
Wahl und dem hier im Zusammenspiel. Fehler von dem. Reus mit dem genialen Pass zu Haaland. Und der darf eigentlich nicht so in den Strafraum einziehen. Macht er aber, wird aber nicht belohnt. Däne mit der Parade. Verkürzt den Winkel einen Tick. Legt sich dann Haaland den Ball zu weit vor. So bleibt es beim 0:0. Dortmund aber wollte es unbedingt in der regulären Spielzeit richten, auch wenn bei Kiel potenziell noch mehr Körner fehlen, denn die haben ein unfassbares Restprogramm jetzt aufgrund ihrer Quarantäne. Nächste Möglichkeit, Erling Haaland, diesmal nicht ganz so groß, aber sie näherten sich mehr und mehr an. Holstein Kiel ging mehr auf Nadelstiche, aber die hatten es dann auch teilweise in sich. Serra, Jae-sung Lee, Hauptmann, behauptet den Ball. Serra, was für ein Pass, Jae-sung Lee, aber scheitert wieder an Marvin Hitt. Serra, der hat gegen Nürnberg den Ausgleich in der Bundesliga in der zweiten erzielt. Hier serviert er eigentlich wieder richtig gut, aber Jae-sung Lee schafft es nicht, das 0:1 zu erzielen. Etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen. Der BVB rackerte sich ab. Marco Reus, jetzt mal wirklich eine Sturm- und Drangphase. Reus, Haaland, wo ist die Lücke? Thomas Delaney, jetzt findet er sie. Erling Haaland, dieser Versuch sitzt. 78. Spielminute, 1:0 für Borussia Dortmund. Holstein Kiel war geknackt und es war ein Pass von Thomas Delaney in die Schnittstelle und ein Schuss aus spitzem Winkel, den Däne nicht unbedingt reinlassen muss, aber zu 100% möchte man ihn da auch nicht in die Schuld nehmen. Es war der entscheidende Treffer an diesem Abend. Der BVB zieht ein ins Finale. Kiel verpasst um Haaresbreite die Sensation, aber hat einen tollen Auftritt hingelegt. Jo, das sind die Ergebnisse der Prognose. Was glaubt ihr denn? Wer zieht ins Finale ein von diesen vier Mannschaften? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.